Tschechien. Weltcupsieg, wenige Wochen ist es her, da holte er sich den Sieg in der Endabrechnung in der Global Champions Tour. Es waren die großen Medaillen der letzten Zeit and so on. Harry Smulders. Hoppa. Kommt kurz einmal von den Beinen. Der Hufabdrücke ähnlich zu erkennen, Linienführung wie zuvor vor Olivier, 17 Sekunden in der ersten Zwischenzeit und jetzt hier hinten raus 24 Sekunden die zweite Zwischenzeit, um das eben mit den gleich folgenden vergleichen zu können. Auch er kommt mit leichtem Holzkontakt da dran, kriegt hier eine sehr, sehr gute Linie auf den letzten Metern und dementsprechend ist er damit dann auch unter 40 Sekunden. Entscheidend, aber eben bei dieser Runde gegenüber der von Olivier Robert. Er bleibt strafpunktfrei. Und damit setzt er sich mit sehr, sehr guter Runde mit Tim Capital Colnado auch hier erst einmal in Führung 0. Und die Zeit, die wir uns notiert haben, 69,68 Sekunden. Das 17 Sekunden in der ersten Zwischenzeit, 24 Sekunden in der zweiten Zwischenzeit.